Ich musste ja manchmal als Motorenchef zum Mercedes dann später sowieso in der Serie, saß ich ja dann meinetwegen 20 Leuten in der Versammlung gegenüber und musste erklären, wir machen jetzt einen 6,3 Liter. Was soll das? Wir haben doch Motoren, nimmt doch den. Ja, was wollt ihr denn damit? Ich sag, haben. Der Willeking hat das immer genannt, den Kundschaft, den muss der Sabber vor Begehrlichkeit seitlich rausrinnen. Dann ist das Auto richtig. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr anscheinend schon letzte Woche viel Spaß mit meinem Gast Bernd Ramler hattet. Zumindest deuten eure zahlreichen Mails darauf hin und dementsprechend bin ich überzeugt, dass euch auch die heutige Folge gefallen wird. Wir reden über seine Zeit bei Porsche und die Entwicklung des 10-Zylinder-Motors für den Carrera GT. Wie der klingt, das kennen viele von euch aus dem YouTube-Video mit Tim Schrick. Da lässt er das Ding ganz schön durch die Serpentinen pfeifen. Und natürlich müssen wir über den 6,3 Liter V8 von AMG reden. So, mehr will ich jetzt gar nicht mehr vorwegnehmen. Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil mit meinem Gast, dem Motorenexperten Bernd Ramler. Sie gelten als Spezialist für die Wiederinbetriebnahme alter Rennwagen und das hat Sie auch schon wirklich um die Welt gebracht. Ne? Ja, zum Beispiel, wenn diese Autos versteigert werden, die haben ja meist einen Wert, der deutlich über 1 Million Euro liegt. Mhm. Dieses Auto hat manchmal zwischen 4 und 10 Millionen und je nachdem, welche Story die haben. Und ein Auto war ein Sauber 10-9, das wurde auf der Retromobile in Paris versteigert, sollte versteigert werden, von einem Privatbesitzer, der das vom Sauber wieder gekauft hatte. Und der hat dann auch die Originalfahrer geholt, weil das bringt beim Bieten richtig Optik, wenn also das Auto läuft und der Originalfahrer das sogar auf die Bühne fährt zur Versteigerung. Da waren also Jean-Louis Schlesser, der das damals gefahren ist, und Jochen Maas. Mhm. Die haben quasi das Auto auf die Bühne gefahren und dieses Auto musste ich auch vorher in Paris wieder in Betrieb nehmen. Das dauert dann so 1-2 Tage, bis man so ein Auto, wo alles da ist, wieder vernünftig hochfahren kann. Und sitzen Sie dann auch mit Ihrem Laptop, schließen ja, das Ding ja, an und dann müssen ja. Sie erstmal alle Werte gucken und dann. Ja, und auch die Originaldatenstände und so weiter. Man muss erst recherchieren. Also das kostet zu Hause vielleicht eine Woche Arbeit, aber irgendwie finde ich das immer raus, was dort tatsächlich dann in echt gelaufen ist, weil ich die Leute auch dazu kenne. Ja, klar. Und in meinem Alter kann man dann die alte Mannschaft anrufen oder den Monteur anrufen oder so weiter. Und das gehört mit zur Recherche. Ich werde niemals einen Motor, den ich nicht selber angefangen habe oder im Versuch oder in der Konstruktion gehabt habe, würde ich niemals einfach anlassen und losbrummen. Dazu habe ich zu viel Respekt davor. Glauben Sie, dass es Leute wie Sie in 40 Jahren gibt, die aktuelle DTM-Autos aus der letzten Saison noch zum Laufen kriegen oder am Laufen halten können? Oder ist das so komplex inzwischen, dass Sie sagen, also... Ja, auf einer Seite ist es weniger komplex, weil durch die Reglements viele Sachen immer verboten sind. Wir waren damals, vor allem mit der C-Klasse DTM, waren wir deutlich vor Formel 1 in der Technik. Da müssen wir nachher noch drüber reden mit den verstellbaren Gewichten und so. Ja, weil die Sachen und was heute möglich ist oder was sie dort heute einbauen, sind auch, ich sage ja immer, Zündung und Benzin braucht ein Motor. Nur ist es so, dass also viele Systeme da dran hängen und das hängt vom Reglement ab. Was dürfen die überhaupt machen? Mhm. Aber dass man die nicht zum Laufen bringt, das glaube ich nicht. Also das wird auch einer können dann. Okay, weil man heute ja immer sagt, man braucht allein schon 6 Leute am Computer, die das Ding zum Starten kriegen. Ne? Ja, ich kann ja davon berichten, mein Sohn ist ja in der Porsche Motorsportentwicklung tätig und der war der Applikationsmotoreningenieur bei dem 919-Projekt, bei dem LMP-Projekt, okay, wo die ja mehrmals Limon gewonnen haben und Weltmeister geworden sind. Ja. So, und die konnte ich ab und zu mal besuchen, weil wir hatten mit Mercedes Classic ab und zu Parallelveranstaltungen am gleichen Ort. Und dann bin ich mal des Öfteren in diese Porsche-Box rein. Mhm. Ich sehe dort 30 Motoreningenieure, Getriebeingenieure an Bildschirmen sitzen. Mhm. Ich saß damals für die Nicht-AMG-Teams, für 6 Teams an 3 Bildschirmen und muss das alleine machen. diese ganze Komplexität, die ist halt viel größer geworden. Und in meiner Website habe ich auch deswegen 2 Lenkräder abgebildet. Ja. Eins von Ayrton Senna, 2 Knöpfe, Funken
und maximal Trinkwasserpumpe, dass sie also nicht dehydriert sind während der Rennen. Also zwei Knöpfe am Lenkrad. Wenn Sie heute die Lenkräder sehen und das irgendeinem Laien zeigen, wird er das nicht mal mehr als Lenkrad erkennen. Mhm. Er sieht ein PlayStation mit Bildschirm und hat zwei Griffe dran. Das hat Timo Bernhardt hat mir das erzählt im Podcast auch. Der sagt, die waren damit ausschließlich nur auf ein Auto natürlich drauf. Die konnten nichts parallel fahren. Und der hat jeden Tag die Bedienungsanleitung durchgelesen und studiert und auswendig gelernt, dass er die Funktion der Knöpfe aus dem FF konnte und die Displays und die Kürzel und was man alles wissen musste. Und die brauchen mehrere Ingenieure ja alleine schon für dieses Lenkrad richtig auszulegen und auch in Betrieb zu halten und so weiter. Das ist wieder ein eigenes Software, eigenes Steuergerät. Ich musste damals nur ein Display ins Auto bringen, das hat nur meine Sensordaten angezeigt. Heute haben die interaktive Schalter da drauf, Sensoren und so weiter. Und da sieht man schon den Unterschied. Und deswegen kann ich als, sag ich mal, als alter Knabe jetzt nicht behaupten, man kann das nachher wieder in Betrieb nehmen. Aber man kann es vielleicht vereinfachen und dann wieder in Betrieb nehmen, dass solch ein Auto läuft. Was man nicht in Betrieb nehmen kann, behaupte ich mal, sind die Elektroautos, die heute gemacht werden, weil die Batterien einfach und das Batteriemanagement schneller verschleißt wie diese Motoren. Mhm. Sie sehen ja die Autos, die ich hier habe, die sind 40 Jahre alt teilweise und die laufen immer noch wie am ersten Tag. Mhm. Wenn sie nach 15 Jahren, oder das weiß dann noch nicht mal einer, wann ist eine Batterie kaputt, kann man solche Autos dann noch benutzen? Das kriege ich das auch. Das weiß mal. Ich nicht. Nach meinen Talks mit Professor Indra, da wird dann immer gesagt, ach, und die ewig gestrigen und Elektroautos, der propagiert doch immer diese große Einfachheit der Motoren und das findet er toll. Warum findet er Elektroautos nicht toll? Das ist ja nicht einfach nur ein bisschen umwickelter Draht am T-Anker und dann kommt da irgendwie eine Batterie dran. Das ist ja mega komplex, wie die Batterie am Laufen gehalten wird. Die muss gekühlt werden, die muss geheizt werden. Und die sagen immer in der Wartung so einfach, es sind kein Ölwechsel, ist dann immer der Spruch der Laien. Mhm. Da sind genauso Flüssigkeiten drin. Da ist eine Flüssigkeit, Batterie zu kühlen, zu temperieren. Der muss ja nicht nur kühlen, die muss auch im Winter heizen. Mhm. Dann von Bremsflüssigkeit bis sonst was. Also die Serviceflüssigkeiten sind da genauso drin, außer Motoröl natürlich. Aber die Intax hat vielleicht auch noch Öl, keine Ahnung. Ja, klar. Also ich sehe die Nachhaltigkeit schwinden. Genau das, worauf die abzielen, die sehe ich schwinden. Mhm. Weil mein Auto nach 40 Jahren hat seinen CO2-Fußabdruck wieder erwirtschaftet. Mhm. Ob die das hier schaffen, das im Moment bezweifle ich das. Ja. Ich will aber auch nicht alles wissen. Also man muss keine Ahnung. Man muss mit der Zeit gehen und man muss das also mal beobachten. Und ich habe als Ingenieurbüro auch 4 Jahre lang für die Firma Stihl Lithium-Ionen Akkuentwicklung gemacht. Ja, okay. Und kenne mich mit den Basisentwicklungen dieser Batterien und der Steuerung der Batterien eigentlich auch relativ gut aus. Mhm. Weil diese ganzen Baugeräte mit diesen kleinen Akkus, die haben eigentlich im Prinzip die gleichen Vorteile und die gleichen Probleme. Ne? Mhm. Ganz interessant irgendwie. Also das ist ja ist wirklich ein komplexes Thema. Sehen Sie da irgendeinen Elektroautohersteller, der das gerade besonders gut macht? Ist es Tesla oder ist es Marketing? Nein, Tesla ist sicherlich der Vorreiter. Tesla ist der Hype. Mhm. Tesla vergleicht man da wirklich so mit Apple, wie die damals einfach andere Telefone rausgebracht haben und behauptet haben, die anderen können es alle nicht mehr. Mhm. Ich glaube schon, dass es, sagen wir mal, Vorreiter in dem und jenem Gebiet vielleicht gibt. Das ist ja bei den Verbrennerautos genauso gewesen. Aber dass man generell sagt, die Industrie wird untergehen oder da werden also die schlechtesten Autos und da die besten gebaut, das gibt es nicht mehr. Nee. Die einen haben auf der einen Seite Herausforderungen, die anderen haben irgendwelche Probleme. Und wenn ich jetzt sehe, bin jetzt gerade ein koreanisches Elektroauto 3-4 Jahre lang gefahren, musste dann, kam Rückruf wegen Batterietausch, heute kam ein Brief wegen elektronischer Bremse und so weiter. Also die Thematiken der Fehler sind die gleichen. Naja, und ich glaube, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist bei denen auch, der Entwicklungsdruck ist extrem hoch, ne? Dass man schnell Modelle auf den Markt werfen muss. Mercedes hört man ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie die Autos nicht ausliefern wollen, weil sie zu wenig Bestellungen haben, sondern weil sie die Teile nicht ranbekommen. Ne? Oder das weil auch vieles fremdgesteuert und fremdentwickelt wird. Damals war man der Meinung, man macht alles selber. Mhm. Wie wir in der 16-Ventiler-Zeit den Zylinderkopf von Cosworth bekamen, war das schon ein leichter Bruch. Mhm. Man hat irgendwelche Einzelteile bei Zulieferern entwickeln lassen, aber niemals ein System. Und heute werden hauptsächlich Systeme fremdentwickelt bei Bosch, Conti, in Japan, in China sogar. Und allein schon aus Kostengründen.
Und man fügt heute nur Module und Kartönchen zusammen und das gibt dann große Verpackung. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Einheitsakku, wie das heute die Motorelektronik. Es gibt auch keinen Einheitsmotor. Nee, na, wird nicht gehen. Ne? Mercedes wollte wollte auch Renault Dieselmotoren einbauen, mal eben. Ja. Aus Kostengründen und Synergien schaffen. Ja. Die Entwicklung, diesen Motor in ein Auto reinzubringen, allein von der Einbaufähigkeit her ging das schon nicht, weil Mercedes baut immer von unten die Motoren ein, da können sie keinen Luftfilter drauf lassen oder sowas. Okay. Diese Themen, die drumherum passieren, die sind so vielfältig, dass es niemals einen Einheitsakku gibt oder sowas. Okay. Okay. Ja, das ist, wenn man vielleicht so laienhaft könnte man das denken, ne? Dass man irgendwann so. Von der Geometrie kann man das sicher machen, also von unten in irgendeinen Kasten was reinstecken. Da müssen aber schon festlegen, welcher Stecker das ist. Mhm. Und diese Stecker sind ja sehr hoch belastet. Das heißt also, denken Sie an Ihr Handy. Wie lange Jahre haben die Gesetzgeber gebraucht, USB-Anschluss vorzuschreiben im Ladegerät? Stimmt. Wir haben 10, 20 Jahre lang haben wir uns abgeplackt, da hat ja nichts mehr gepasst. Mhm. Was da dann wollen die einen Akku bauen, wo in jedes Auto passt, um Himmels Willen. Und da hat ja auch jeder seine eigene Kompetenz, ne, die er für sich halten will wahrscheinlich. Ja. Ne? Also das ist ein kompliziertes Thema. Kommen wir zurück zur goldenen Ära. Nee, wir müssen noch über diese extrem komplexen C-Klassen reden. Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet mit den verstellbaren Gewichten. Das ist ja unfassbar, oder? Also das war die ETC damals. Ne? Ja, das Thema war ja immer die Komplexität und die Freiheiten, die sich die ITC und auch die letzte DTM gegönnt hat, die wurden immer größer, sage ich mal. Also keiner wollte mehr irgendwelche Sachen verbieten, weil es gab immer den Geruch, man will den Gegner ausschalten. So, also musste man umgekehrt vorgehen. Wenn ich kein Allrad habe und komme aus der Kurve schlecht raus, weil mir der Allrad fehlt und das System halt dort Vorteile hat, dann muss ich irgendwas erfinden, dass dieser Systemfehler kompensiert wird oder zumindest mal ein wenig kompensiert wird. Und dann kamen die Leute drauf, was fehlt uns denn? Wir haben hinten kein Gewicht auf der Hinterachse, der Tank ist am Ende vom Rennen leer, alleine das Benzin fehlt uns schon als Gewicht hinten. Und dann kommt natürlich gleich der Kombi-Gedanke, wenn wir aber ein Gewicht reinmachen. Das Auto hat ein Mindestgewicht, das muss das haben und ein Obergewicht ist nicht festgelegt. Aber man hat dann das Auto insgesamt immer leichter gemacht durch Kohlefaser und Module. Und plötzlich hatten wir, ich glaube, 70 Kilo oder sowas freien Spielraum. Okay, krass. So, dann wurde unten so ein Scherenhydraulik gemacht, wo also von der Motronik aus konnte man jeden Streckenabschnitt natürlich einteilen nach Wegstrecke und man hat also diese Kurven und so weiter quasi vorher programmieren können, wo dort dann das Gewicht sitzen muss. Und beim Bremsen geht es ja sowieso automatisch, wenn das Gewicht hinten ist und ich bremse und 70 Kilo, und das war nicht großer Körper, das ist nicht irgendwas großer Betonklotz, sondern es war Wolframgewicht. Ja, okay. Das ist sehr dichtes und kleines, hochwertiges Gewicht. Beim Bremsen kam es ja von alleine vorgeschossen, aber aus der Kurve raus eigentlich auch alleine zurück, aber man muss ein bisschen nachhelfen, man muss sehr schnell gehen dann. Und das wurde programmiert vorher nach Strecke, wo dieses Gewicht wo zu sitzen hatte. Okay. Und dadurch hatte man einen riesen Vorteil, nicht nur in der Verteilung, sondern auch in der Traktion. Also unglaublich komplexe Autos. Wurde aber dann immer wieder, solche Systeme werden dann aber auch immer wieder verboten oder sind am Rande der Legalität. Ja. Gerade bei älteren Kollegen, ich war auch ja mal in einer anderen Firma wie Mercedes und dort saßen viele Leute, die also schon sehr viel Rennsiege errungen hatten und sehr erfahren waren. Und da hieß es immer, das ist aber nicht nach dem Reglement. Und AMG galt dann immer, wo ich herkam, sage ich mal, als Illegaler und immer haben die alles ausgenutzt. Ich sage, nee, ich bin oft in den Sitzungen gesessen und habe da richtig mich geärgert, weil ich dann gesagt habe, also das Reglement kann meine Frau lesen. Ich muss zwischen den Kommas lesen. Mhm. Und gerade in der DTM, wo diese Leistungsdichte so hoch war, wo die Herstellerdichte so hoch war, haben wir immer im Winter die Sportbehörde geholt. Mhm. Und so eine Neuentwicklung wie Nockenwellenverstellung gab es dann nicht im Vierventiler, Vierzylinder. Also musste ich mich absichern, habe also die ONS geholt im Winter in die Werkstatt, habe denen das System gezeigt, erklärt und wie ich das Reglement sehe zu diesem Thema. Weil in dieser Gruppe A durfte man ja nur Teile verwenden,
die also in einer Serie von 5000 Autos und von diesen 500 Evos schon homologiert waren. Nordenwellenverstellung gehörte nicht dazu. Mhm. Aber man durfte Materialien wegnehmen, keins hinzufügen. Wegnehmen hieß, ich musste eine Nut mehr machen vor der Nockenwelle und habe dort einen Magnet eingehängt. Und die Nockenwelle wurde einfach länger. Das Kettenrad war einfach länger. Okay. So, und die Sportbehörde hat dann auch nachgedacht. Ja, stimmt, also wir können dem nicht widersprechen. Okay. Und das habe ich mir schriftlich gegeben lassen. Also wir waren niemals, wie Audi das gemacht hat, Audi mit ihrer gekröpften Kurbelwelle, da bin der Herr Rosch und ich in Zolder gestanden und haben unserem Kollegen von Audi gesagt, ihr habt die Kurbelwelle unzulässig verändert als Flachkurbelwelle. Ja. Das hört man im Geräusch. Nein, wir haben neue Auspuffanlage. Der Rosch war ja so erfahren und hatte auch so eine politische Macht. Der hat sich auf einen Absatz umgedreht und hat gesagt, also ihr könnt doch keinen alten Trapper eine Flinte pullern, ist sofort zum Sportbehörde gerannt und hat gesagt, also er protestiert gegen den Motor. Nur vom Hören, vom Vorbeifahren. Nur vom Hören, ja. Okay, und krass. Die haben das natürlich im Winter nicht absegnen lassen. Mhm. Und da war der große Unterschied. Also die Firmen hatten dort unterschiedliche Philosophien und wir hatten immer die Philosophie gehabt, wir lesen zwischen den Kommas, aber diese Lesart stellen wir auch vor. Mhm. Aber nur einem Mann, nicht hier eine große Gesellschaft oder eine Presse oder so, dann hätten die anderen das ja auch gemacht. Ja, klar. So gut, aber wenn der das abnimmt, dann ist er gut, ne? Ja, das also, abgenommen. Das Maximum. Aber es wurden viele Sachen im Nachhinein im Agreement wieder verboten. Also die Benzinsorten, wir hatten 1991 so Sonderbenzine, die haben ja fürchterlich gestunken. Ja. Und ich kriegte sogar Anrufe von Frauen unserer Mechaniker, die wollten die Wäsche nicht mehr zu Hause haben, weil wirklich dann der ganze Wäscheraum mitgestunken hat. Tatsächlich, weil das war eine reine Chemieküchen, ne? Ja, Norbonadin, also war Chemie ohne Ende. Aber nicht giftig, wie die immer gemeint haben, aber das hat unmöglich gerochen. Also okay. Konnte man nicht aushalten. Und wochenlang, den Geruch hat man nicht rausbekommen. Und solche Benzinsorten hat es schon ab 88, gab es schon immer wieder mal. Und 88 war noch eine Kultur auch in der DTM. Wir konnten mit dem Motorenmann hinter die Box gehen und dann sagen, so, Rosche, Paule, wenn du das Benzin, das halte ich für illegal. Ja, damals war Wolfgang Hatz, der nachher Porsche Vorstand war, Entwicklungsvorstand, war sein Gehilfe, war in meiner Position, sage ich mal, auch an der Rennstrecke. Okay. Dann haben wir uns hinter der Box getroffen und wir haben aber die Verdichtung erhöht. Also wenn wir jetzt das normale Benzin wieder nehmen, kriegen wir Schwierigkeiten und Motorschäden. Wollten wir auch nicht. Und dann hat man sich sogar unter Technikern hinter der Box geändert, wenn ihr ein Rennen habt ihr noch und dann muss das wieder weg sein. Also sonst müssen wir das auch machen. Und das ging da noch. Okay. Jahre später wurde das ja politisch auch immer schlimmer und auch alles hochrangiger. Mhm. Und wir hatten also dann diese Möglichkeiten, gar nicht mehr so miteinander zu reden. Dann wurde das direkt vor der Sportbehörde oder mit den obersten Chefs und vieles wurde dann auch einfach an die große Glocke gehängt. Das muss ja auch nicht mehr sein. Aber in der ersten DTM hatten wir ganz wenig Proteste, aber Sachen, die wir wieder zurücknehmen mussten. Opel zum Beispiel fiel uns mal auf, die hatten an den Omegas hinten so Heckflügel und so ein Blech hinten drauf. Und wenn die Hockenheim die lange Gerade runter, wurden die plötzlich sauschnell. Und wir hatten ja auch Reporter an der Strecke, die uns wohlgesonnen waren. Das ist okay, ja. Und dann hat man gesagt, du mach mal an dem Punkt richtig Detailfotos. Interessiert der Spoiler, was macht er da? Weil der kann nicht schneller, wenn die Aerodynamik lässt sich nicht überlisten, das ist Physik. Und dann haben wir festgestellt, dass der Flügel immer klappt und zurückklappte. Mhm. Aber da war kein Mechanismus dran. Da hatten die Saubären doch tatsächlich eine elektrische Heizung in Memometall eingebettet. Und wenn Memometall die Temperatur ändert, ändert sich die Form, die man vorher gebogen hat und bestimmt hat. Und haben die einen Schalter gedrückt, dann hat der Heckflügel dieses kleine dünne Stück Blech hat sich aufgeheizt und hat sich wieder zurückgeklappt und die konnten ungefähr, sagen wir mal, 7-8 Stundenkilometer schneller fahren. Und das wurde dann nach zwei Rennen festgestellt und Volker Striezek war da noch Chef. Also Volker, so geht das nicht. Also, das ist eine aerodynamische Hilfe und da steht hier da und da und da. Die ist verboten. Aber trotzdem schlau, oder? Also wir haben sowas auch gemacht. Wir hatten die Jalousiensteuerung, also unsere Kühlerjalousien konnten wir auf und zu machen. Und dann hieß es, das ist eine aerodynamische Hilfe. Klar ist das eine super aerodynamische Hilfe. Wenn ich den Kühler zumache vorne, kann ich auch 7 Stunden
Kilometer schneller fahren. Und wir haben dann aber vorgelegt, die Motronic-Funktion, ich hatte die per Motortemperatur geschaltet. Ich sage, nee, wenn mein Motor gerade, wenn die gerade losgeht, sage ich mal, zu kalt wird, dann mache ich die Jalousie zu. Das ist eine Funktion, das ist wie bei den Abgasgesetzen, wenn man also jetzt die Temperaturschaltung dann nennt. Halt genauso, ne? Ich mache keine Aerodynamik-Schiff, ich brauche das für Motor. Und dann war das lange Zeit legal, sage ich mal, bis es für alle dann genehmigt haben. Ja, okay. Und solche Sachen hat man auch nicht 3, 4, 5 Rennen alleine gehabt. Das haben die alle gesehen sofort. Also wenn irgendeiner schneller wurde, dann wird wirklich geforscht, wo kommt das her. Aber die DTM war, glaube ich, damals noch eine riesen Spielwiese für solche Tüftlein. Eine super Sache. Ist wahrscheinlich überall so, ne? Motorsport. Jeder versucht das Reglement auszulegen, wo es geht. Aber die DTM finde ich damals genau das, was sie sagen. Und das entspricht dem. Man hat sich hinter der Box getroffen und man hat das auf charmante Art und Weise gelöst. Ne? Es gab eine ganze Zeit lang, der Bernd Fischer hieß der. Das war eine Firma, die also mechanische Teile für alle Firmen gefertigt hat. Die hatte mechanisch mal CNC Fischer. Und der Bernd Fischer war ein super Mensch, der hat also Freundschaften geknüpft, nicht Feindschaften geholt. Und der hatte immer ein Kochzelt mit. Und in der DTM, wenn irgendwelche Schwierigkeiten waren, Hauk und wie die alle hießen, egal was da los war, der Bernd Fischer hatte die Gabe, die Leute zum Essen einzuladen. Und beim Essen wurden dann viele, viele Sachen geglättet oder irgendwelche Sachen, die quasi denen auch falsch zu Ohren gekommen war über stille Post, wurden da wieder begradigt und das hat also viele wieder versöhnt. Ja, das glaube ich. Das war einfach eine andere Art des Umgangs miteinander. Ja. Ne? Und das ging vielleicht auch nicht, es ging auch schon um viel Geld, aber heute ist irgendwie... Ja, und ich war von 88 bis 94 bei jedem Rennen mit dabei. Wir waren ja jedes Wochenende im gleichen Hotel. Wir waren alle zusammen in gleiche Kneipe. Wir waren teilweise beim Essen dann wieder beim Bernd Fischer oder so weiter. Ja. Also die Leute, die das ausgehalten haben, diesen Beruf überhaupt ausgehalten haben, die sind da lange dabei gewesen, die sind heute noch dabei. Die Leute, die dafür nicht geeignet waren, die waren nach 4 Wochen wieder weg. Ja, das glaube ich. Deswegen sagt man ja auch Rennzirkus. Ne? Ja, und vor allen Dingen, die Familie muss das mitmachen. Man muss überhaupt vom Umfeld her da in die Lage versetzt werden, das zu machen. Man muss ein bestimmtes Sozialverhalten auch haben. Das ist einmal so ein Siegeswille, das ist die Sache, die ein Sozialverhalten eigentlich entgegenspricht. Aber auf der anderen Seite muss man Team sein. Ich habe keinen Motor gemacht, mit dem er gewonnen hat, sondern das Team macht das Auto. Und der hat vielleicht etwas mehr Anteil daran. Und in speziellen Rennen gibt es wieder Sachen, wo andere mehr Anteil haben. Aber wenn das Team nicht funktioniert, kann man nie gewinnen. Das ist ja auch das, was man jetzt sagt bei der Schließung von VW Motorsport. Dann ist das Team auseinander. Ne? Ja, also und dann ist eine riesen Erfahrung weg und dann ist ein riesen Zusammenspiel weg. Genau. Also man kann die nicht wieder so zurückkaufen und es dauert Jahre, bis man so eine Abteilung wieder ans Laufen bekommt eigentlich. Ne? Da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Wir waren beim Porsche, war ich auch mal für die Motorengetriebe Elektrik verantwortlich und im Motorsport. Und irgendwann mal sind wir ja im Werksmotorsport, im großen Werksmotor, GT-Motorsport aufgehört. Und der Wendelin Wiedeken kam dann und hat uns das ja verkunden müssen. Und der wusste ganz genau, das ist Teamarbeit. Und der hat uns dann künstlich eine neue Aufgabe geschafft, das war der Carrera GT. Und das war dann für Motorsportler adäquates Arbeiten wieder. Also man musste in ganz kurzer Zeit, er hat uns keine Zeit gegeben, da irgendwie große Schleifen zu drehen. Und er hat dann wieder so eine Anspannung geschaffen, dass dieses Team in ihrer Art arbeiten konnte. Wir waren vielleicht so 50 Leute, die dann unten in Flacht in der Werkstatt und in Büros saßen. Und diese 50 Leute machen dann noch GT3 Kundensport und solche Sachen. Und ein Teil, die da Werksport gemacht haben, und das waren wir, die mussten dann den Carrera GT innerhalb von kürzester Zeit auf die Füße stellen. Wir hatten noch nicht mal eine Karosse. Wir sind mit einem Porsche Boxster Fahrgestell und einer aufgefropften Karosserie in Paris mit dem Röhrl zur Pressefahrvorstellung gefahren. Da hat es noch gar kein Carrera GT gegeben, und wir mussten aber einen vorführen. Da hat man einfach einen Boxster alles runtergeschnitten. Und das geht nur in solchen Teams. Ja. Wenn sie da erst eins zusammenstellen müssen, das ist sehr schwierig. Also wir haben auch 88, klar, wir haben die Vizemeisterschaft gewonnen, aber wir waren alle zusammen neu zusammengestellt. Und es gab ziemliche Anlaufschwierigkeiten, ist ja klar.
Ja, das glaube ich. Und da hätten wir auch keine Meisterschaft, sage ich mal, überlegen, gewinnen können oder sowas. Das kann keiner. Das sieht man aber auch in der Formel 1 zum Beispiel. Jetzt Mercedes. Von Honda, ne? Mercedes, wie sie auch alle heißen. Ja. Das ist jetzt Team. Die haben sich gefunden und das ist über Jahre gewachsen. Ne? Und da muss auch jeder mitarbeiten. Wer das nicht macht, der muss raus. Ja, stimmt. Also da geht viel verloren jetzt gerade. Das sehe ich auch so. Das ist ein Jammer eigentlich, dass sie es nicht verstehen. Und ich verstehe es auch bei VW, also man kann es gar nicht oft genug betonen. Ich verstehe es nicht in einem Laden, dass man da nicht in der Abteilung mit 60 Leuten aufrechterhält, einfach nur um den Namen zu erhalten. Ne? Ja, das ist auch teilweise Politik. Also wie natürlich, gesagt, ja. Je mehr man auf anderen Gebieten vielleicht Schwierigkeiten hat, man kann das, die Motorsportler sind immer in diesen Werken auch sehr bekannt und berühmt. Und wenn jetzt Sparprogramme laufen zum Beispiel, das war bei Mercedes auch so, dann kommt es natürlich schlecht, wenn es heißt, Mercedes gibt, was weiß ich, 300 Millionen für Motorsport aus und wir sollen hier die Kulis und uns werden die Kaffeemaschinen weggenommen. Ne? Und solche Themen, da müssen Vorgesetzte und Vorstände ganz schön feinfühlig durch. Mhm. Und wie gesagt, also das beste Beispiel war für mich der Carrera GT, weil wenn ein Vorstand selber mit solchen Leitlinien lebt, der schafft das. Aber wenn die bei VW da, das ist wirklich schade, dass so eine Mannschaft dann zusammengestrichen wird, weil die gehen ja alle weg. Natürlich, in alle Winde verstreut. Ne? Und das hat ja der Jus Capito, hat ja auch viel mitgearbeitet. Oder vorher der Chris Nissen, die haben da ja über Jahre große Aufbauarbeit geleistet. Und ich finde jetzt auch mit dem... Ja, egal, was sie machen, die haben als Team irgendwas geschaffen und waren erfolgreich. Ja. Und die sind auch bekannt. Genau. Ich bin wirklich stolz darauf, sagen zu können, ich habe mich noch niemals bei einer Firma beworben. Durch diesen Motorsport ist man bekannt und diese Vernetzung unter den Leuten eben, dadurch, dass man in den gleichen Hotels mit den Reportern immer zusammen und so weiter, hat man ein Netzwerk. Und wenn die solche Leute brauchen, dann wärmen die auch ab. Und wenn ein Werk, sagen wir mal, wackelig wird in so einer Abteilung und die Leute werden unzufrieden, die finden Wege, die sind weg. Und ich wurde immer angerufen zum nächsten Job. Also ich habe noch niemals eine Bewerbung geschrieben, außer von der Uni zum allerersten Mal 1981. Mercedes 190 Evo 2, Porsche Carrera GT, Sauber C9. Das sind die Traumautos, mit denen mein Gast während seines Berufslebens zu tun hatte. Und viele von uns haben diese Autos auch zu Hause. Und wenn auch nur im Maßstab 1:18. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber meine stauben offen in Bücherregalen vor sich hin und irgendwann werden sie unansehnlich. Ich weiß, dass viele von euch ganze Gedenkecken zu speziellen Themen aufgebaut haben. Und dafür habe ich jetzt etwas. Die schwäbische Firma Müller-Kelber baut nämlich die passenden Vitrinen dafür. Und das ist wirklich Wahnsinn, was die machen. Einerseits lassen sich Sammler aus aller Welt dort sogar Vitrinen für ganze Autos bauen, die speziell beleuchtet oder präsentiert werden sollen. Andererseits gibt es zahlreiche Museen, die auf die Arbeit von Müller-Kelber vertrauen. Aber das könnt ihr auch haben. Und das muss gar nicht so teuer sein. Zum Beispiel gefällt mir, wenn ich mal auf die Seite gucke, die Keycase-Schlüsselvitrine gut. Ein Passepartout für das Foto, Platz für das Modellauto des eigenen Klassikers und dann ein Haken für den Schlüssel. Das Ganze gibt es für unter 200 Euro und macht wirklich Eindruck. Vielleicht kaufe ich mir das sogar mal für meinen rostigen Benz. Wenn ihr Interesse bekommen habt, dann könnt ihr sogar noch 10% sparen mit dem Rabattcode ALTESCHULE im Müller-Kelber-Online-Shop. Und wenn ihr eine größere Sammlung habt oder sogar euer Privatmuseum etwas besser in Szene setzen wollt, dann wendet euch doch einfach an die Spezialisten. Die Webseite ist www.müllerkelber.de und den Link, den findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit meinem heutigen Gast Bernd Rammler. Wie sind Sie zu Porsche gekommen? Von wem sind Sie da angerufen worden? Ja, das war auch ziemlich krude. Damals ging die DTM dann ja kaputt, nachdem die ITC runterging. War 1996, 97. Und ich war in Mercedes inzwischen für die Serie verantwortlich. Und die Serie war ja so dermaßen angestiegen. Wir haben zu Anfangszeiten, wie ich... Nach 1994 musste ich die Serie AMG mit übernehmen als Motorenleitung und dann stiegen aber die Stückzahlen ja gewaltig hoch. Also wir sind von, sagen wir mal, 600 bis 1000 Autos im Jahr in der Motorenproduktion bis auf 22.000 pro Jahr hoch. Jedenfalls, die DTM war zu Ende. Ja. Ich hatte Rennsport, wurde dann der CLK GTR gemacht mit dem ersten Zwölfzylinder. Stimmt. Und dann musste ich mich da ausklinken, weil ich von der Arbeitsweise ging die Serie so gewaltig hoch, dass wir uns dann wieder getrennt haben. Der Dietmar Kamschik hat dann die CLKs gemacht und die GT-Meisterschaft und
Ich habe die Serie komplett übernommen und war da auch mit ausgelastet. Wenn Sie die Motoren da auf den Tisch bekommen haben, was hat aus einem normalen Serienmotor einen AMG-Motor gemacht? Oder was war da so die Maßgabe? Die Maßgabe war natürlich für uns Motorenleute hauptwichtig die Motorleistung, also Fahrverhalten, Motorleistung. Man sollte ja einer Komfortmaschine Sportlichkeit einhauchen. Mhm. Und gerade bei dem E50 kam ja zum ersten Mal, ging man ja bei Mercedes weg vom Vierventiler, der ja in den 500e und so weiter drin ist, und musste aus Abgasgründen, vor allen Dingen aus Kostengründen, auf Dreiventiligkeit umschwenken. War damals das Thema aber nicht so beliebt, weil sowas müssen sie Journalisten mal verkaufen, dass also einen technischen Schritt eigentlich rückwärts gehen, was sich nachher herausgestellt hat, dass gar nicht rückwärts war. Aber diese Motoren waren grundlegend anders. Die hatten zum Beispiel kein Gewinde mehr vorgeschnitten in irgendwelchen Bauteilen, sondern man musste Schrauben nehmen und selbstschneidende Gewinde produzieren und solche Sachen aus Kostengründen. Nee. Ja, also sowas wurde eingespart. Ja, also dieser 8-Zylinder M113 hieß der M112, der 6-Zylinder, M113 der 8-Zylinder. So, und jetzt hatten wir ja vorher als AMG gerade in der Serie das höchste Gerät gemacht, nämlich den 5-Liter zum 6-Liter Motor als Vierventiler, und das war ja auch der berühmte Hammer, The Hammer in den USA. Und diese Vierventiligkeit war Synonym für Leistung. Ja. Und Rennsport und Leistung. Ja. So, jetzt war ich Motorenverantwortlicher für die Serie beim AMG, und ich wollte mich früh einklinken in die Entwicklung, dass wir den nächsten Motor auch so gut machen mit der Leistung. Ja. Und dann komme ich zu Mercedes und musste mir diesen Dreiventiler anschauen und war ziemlich skeptisch, muss ich gestehen. Ja. Hab mit Mühe diesen Motor dann kriegen können als erste Prototypen schon, und habe den mitgebracht nach Affalterbach. Wenn Sie den Herrn Aufrecht kennen, nee, leider wissen noch nicht. Sie, wie laut der werden kann. Und jetzt hatte der auch noch schon vorher gehört, dass da ein Dreiventiler kommt, weil der hat Melcher und die Leute sind natürlich auch sehr gut vernetzt im Daimler. Und jetzt kommt der Motorenmann aus seiner eigenen Riege, wo er drüber herrschen kann, kommt mit so einem Ding da um die Kurve und will behaupten, der macht mehr Leistung wie die vorherigen Vierventiler. Und da hatte ich natürlich ein paar Argumentationsschwierigkeiten. Da konnte ich nicht antworten. Ja, okay. Und wir haben aber dann diesen Motor wirklich hinbekommen, und vor allen Dingen haben wir auch als AMG gemerkt, dass wir die Wirtschaftlichkeit durch diesen Motor sehr erhöht hatten und trotzdem keine Leistung verloren. Und wir hatten nicht gedacht, dass die Kundschaft das so übernehmen kann, weil die Kundschaft hat natürlich die gleichen Gedanken gehabt, drei Ventiler zu vier Ventiler, das war die einzigen, der Leitstern, den wir da verlassen hatten, und die Kunden haben das aber, wenn die Autos gefahren sind, sofort angenommen. Okay. Und dann bin ich ja zu Porsche rüber, und man muss sich mal vorstellen, der Bruder vom Aufrecht war der Meister in der Werkstatt, der Friedrich Aufrecht. Und dann wurde ich mal ein Jahr, nachdem ich schon beim Porsche war, angerufen, ob ich zu einer Feier vorbeikommen könnte. Habe ich dann gemacht, und dann war ich tatsächlich eingeladen, wie der 55.000. Motor dreiventilig gemacht wurde. Also, und die hatten wirklich diese Jahre diesen Motor so gut verkauft, dass sich der Meister der Werkstatt, der war wohl Urheber dieses Gerücht, dass das niemals gehen wird, dass er sich, sag ich mal, auf seine Art entschuldigt hat und mich als Porsche mal eingeladen hat. Also Wahnsinn, der Rammler, ich bedanke mich wirklich, also dieser Motor ist der Held. Wir haben also weniger Probleme wie mit dem Vierventiler und mit dem 6-Liter. Okay. Und wir haben trotzdem zufriedene Kunden. Und dass er das nicht geglaubt hat und also mir immer wieder Rede gehalten hätte, das tät ihm leid, aber jetzt würde er gerne einen Sekt ausgeben, und dann haben wir einen drauf getrunken. Ist der Motor, wenn er in der C-Klasse ist, wird er dann nochmal anders abgestimmt? Ja, stimmt. Im SLK zum Beispiel und so weiter gab es ja als Saugmotor, und nachher kam ja der Kompressormotor. In den leistungsstarken Varianten hat er ja einen Kompressor bekommen, und ja, klar sind die anders abgestimmt. Also jedes Fahrzeug wird anders abgestimmt, allein aus Abgasgründen, weil wenn Sie die Leistung so hoch nehmen müssen gegenüber der Grundversion, müssen Sie auch das Abgasverhalten wieder einfangen und wieder
neu applizieren. Okay. Und die Abnahmen sind natürlich dann wieder alle neu zu machen. Also man kann nicht einfach wie ein Tuner zum TÜV fahren und sie kriegen einen neuen Schein, sondern als Hersteller müssen sie wirklich diese ganze Prozedur neu durchlaufen. Was sagen Sie zu dieser aktuellen Generation, also E63? Gut, Sie haben inzwischen auch wieder Turbolader und waren ja mal lange Saugmotoren, mhm, die ja überall eingebaut wurden. Wie fanden Sie den? Also ich finde, ich bin ein großer Fan davon, ne? Muss ich ja sagen. Ja, das war dann die Zeit, wie gesagt, ich hab mich nie bewerben müssen. Irgendwann kriege ich beim Porsche wieder einen Anruf und mein ehemaliger Mitarbeiter, der war jetzt Motorenchef bei Mercedes AMG, ist dann ja schon, die waren ja, genau, im Konzern eingegliedert, ja, worden. Und der ruft mich an und sagt, wir haben hier einen neuen Motor aufgelegt und sind vor der Prototypenphase und müssen erste Motoren ans Werk abliefern. Und da gab es bestimmte Sachen, die mussten noch gemacht werden. Und die hatten gehört, ich hatte den V10 vom Carrera GT. Der war jetzt serienreif und wir bauten Carrera GT-Autos. Und ich war auch noch gleichzeitig für die Qualität in Leipzig für diese Motoren zuständig. Mhm. Und musste also immer freitags nach Leipzig. Und da hatte ich wohl irgendeinen Mercedes-Mann getroffen im Flugzeug und hatte dem erzählt, was ich da mache. Und dann riefen die an, wir machen jetzt einen neuen Motor. Du kannst wieder einsteigen, einen neuen Motor zu entwickeln oder mitzuentwickeln. Ja. Der ist schon in der Basis komplett fertig, aber Mercedes will demnächst 70 Motoren haben in die und die Modelle und so weiter und wir kommen da in Zeitnot. Und wie habt ihr das gemacht? Also haben wir ein Angebot gemacht. Ich bin dann wieder eine Ebene hochgestiegen vom Abteilungsleiter in die nächste Ebene beim Daimler, mhm, und jetzt ja auch noch bei Daimler AG, sag ich mal. Das war natürlich für mich ein innerer Reichsparteitag, wo ich über AMG da ganz weg bin. Ja. Und habe dann diese Position angenommen und war dann plötzlich Entwicklungschef von diesem neuen 6,3-Liter-Motor, der eigentlich ja nur ein 6,2-Liter ist, muss man sagen. Als ehrlich gesagt, das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber ich wollte mich jetzt nicht einschleimen, aber ich liebe diesen Motor wirklich irgendwie, weil der auch überall drin ist, ne? Also vom, ja, S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse. Und vor allen Dingen, das ist der letzte Saugmotor. Ja, der eben, ist genau, das brüllt, ist das. Also, das habe ich bei Porsche gelernt. Also ja, wir hatten beim Carrera GT aus der Serienentwicklung ein paar Leute mit reingeholt und hauptsächlich die Soundentwickler. Das ist für mich der tollste Motorenklang. Ja. Dieses Staubsauger hochdrehende Sound von dem Zehnzylinder. Wenn der wegfährt, von Tim Schrick gibt es ja dieses tolle Video. Ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich also das höre. Ein unglaublicher Motor. Ne? Und da hatten wir extra einen Sounddesigner mit reingenommen. Ja. Und beim AMG habe ich das dann auch versucht, den klar zu machen, also dass solche Autos eigentlich vom Gefühl leben. Mhm. So ein Auto ist total unvernünftig. Man muss das mit dem Bauch kaufen und kann das niemals mit dem Kopf kaufen. Mhm. Und diese Kunden, die da sind, das sind Fans, heute noch. Und dieser 8-Zylinder-Motor als Saugmotor, der brüllte auch richtig. Also ja, der machte richtig Spaß. Ich habe den in der C-Klasse Kombi drin gehabt. Also die als Dienstwagen dann gefahren. Das war schon ganz fantastisch. Okay, ne? Ja, ja. Finden Sie den besser als den Nachfolger jetzt mit dem Turbolader? Kann man nicht sagen. Den Nachfolger mit Turbolader bin ich noch als Entwickler angefangen. Mhm. Hab da keinen Einfluss mehr gehabt für die Serie, weil dann bin ich weg. Und man kann das kaum vergleichen. Also die Ursachen für Turbo sind natürlich wieder mal schärfere Abgasgesetze, Geräusch bis hin zu Verbrauchsreglements. Und die Leute sagen immer, die haben sich nicht um Verbrauch gekümmert, die brauchen so viel. CO2 war immer schon ein Thema. Also die Verbräuche waren bei solchen Autos auch ein Thema. Nicht so stark wie bei kleinen Autos, aber wir wollen uns auch nicht in die Bad Boy-Ecke drängen lassen damit. Mhm. Und deswegen zu vergleichen ist das nur, Fortschritt kann man nicht aufhalten, sag ich mal. Ja, ja, klar. Wie haben Sie eigentlich da was geändert? Weil wenn ich jetzt das mit meinem Motor vergleiche, der klingt ja unheimlich zahm. Also der klingt ja kaum, der hat ja kaum dieses 8-Zylinder, was man eigentlich so gerne mag bei amerikanischen Autos. Und das ist ja, hat ja was mit der Kurbelwelle zu tun. Ne? Der AMG-Motor, der klingt aber schon maximal nach 8-Zylindern. Ne? Ja, aber der hat auch keine flache Kurbelwelle. Sie meinen, bei Rennautos hat man eine flache Kurbelwelle. Das gibt ein ganz hartes Geräusch, genau, wie zwei 4-Zylinder, die gegeneinander arbeiten. So ungefähr, und, ja. Diese 8-Zylinder haben die Komfort-Kurbelwelle, sage ich mal, die vor allen Dingen vom Schütteln und vom Schwingen
Klang deutlich besser ist. Mhm. Aber das Geräusch bekommt man durch Abgasanlage und durch Sauganlage vor allen Dingen. Also okay. Die Sauganlage ist da wesentlich mitbeteiligt. Viele Leute in der untersten Tunerecke, die verkaufen einen Auspuff, wo irgendwo ein Loch drin ist. Aber das Geräusch wird eigentlich bestimmt vom Saugen und vom Ladungswechsel. Mhm. Und wir haben da die Motoren hatten auch alle schon Nockenwellenverstellung und Themen, wo man solche Auslasssteuerzeiten und sowas alles mit regulieren kann. Und dann können sie auch ein Geräusch beeinflussen. Das ist nicht Hauptziel, aber für die Emotionen bei AMG war das zumindest sehr, sehr wichtig. Und genau. Man ist auch immer am Limit mit diesen Geräuschen bei diesen Sportautos. Das kommt ja jetzt wieder zum Tragen, dass die Geräuschvorschriften dauernd jetzt verschärft werden. Ja. Und die Leute dann anfangen mit Lautsprechern drin und mit Klappen, die man umschalten kann und sowas. Das haben wir damals nicht gehabt und haben das auch über Elektronik geregelt. Aber heute diese Dieselzeiten, die ärgern mich so sehr, weil man hat sich auch dort, behaupte ich, weiterhin an die Abgasgesetze gehalten. Aber die Umgebung, wo das Abgasgesetz diese technischen Zustände nicht mehr genau beschreibt, da hat man die Kommas gelesen. Und das wird vor allen Dingen bezüglich Geräusch und sowas immer schärfer gehandhabt und auch interpretiert. Mhm. Und das finde ich als Ingenieur immer so heftig daneben, dass Leute da mitreden, Politiker oder irgendwelche Gremien, die selber gar nicht wissen, worüber die beschließen. Mhm. Ich brauche Zahlen, ich brauche einen Rahmen, ich brauche ein enges Gerüst und ich bleibe in dem Gerüst. Ich muss nicht illegal werden. Mhm. Ich habe viele Abgasgutachten unterschreiben müssen. Also ich habe niemals zugelassen, dass wir irgendwo über eine gesetzliche Grenze oder Verordnungsgrenze gehen. Die wurden zuerst gelesen. Mhm. Aber diese Kästen sind sehr eng. Also auch die EU-Vorschriften bezüglich Abgas, die waren sehr eng definiert und da kam also Volllast und solche Themen kommen da ja gar nicht vor. Und die Motoren wurden in diesem Abgastestgebiet natürlich nach den Abgasen optimiert, was auch nicht schwer ist, muss ich sagen. Also das war auch gut möglich. Mhm. Aber außerhalb dieses Gebietes haben wir auf jeden Fall nach Komfort, Leistung, nach anderen Themen optimiert. Das war ja auch Kundenwunsch, sag ich mal. Mhm. Ja klar, also ich habe auch schon mal gehört, dass wenn jetzt Lambda 1 Autos kommen, die müssen bei Vollgas Lambda 1 fahren und das Abgas regeln. Die brauchen inzwischen Wassereinspritzung, was weiß ich alles. Was denken Sie wohl, was die Leute dafür Probleme bekommen? Ja, das glaube ich. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass Motoren, wenn man die wirklich rein in jedem Bereich da, also nach den Gesetzen so abstimmt, die laufen wie ein Sack Nüsse, ne? Ja, das stimmt. Kann ich nicht sagen. Also die wie sagen Nüsse nicht, aber die haben Kompromisse in Komfort und in anderen Sachen. Also Ansprechverhalten vor allen Dingen, Komfort. Ja, okay. Dann aber auch in der Haltbarkeit, muss ich gestehen. Also die Kolben dürfen zum Beispiel nicht zu heiß werden. Deswegen kann man Vollgas mit Lambda 1 nur schwer fahren und braucht dann Kühlung. Mhm, Kühlung bekommt man aber, man höre und staune, nur durch mehr Benzin reinspritzen. Mhm. Dann haben sie ihre CO-Bilanz wieder versaut. Also so ein Auto braucht dann vielleicht 17 Liter. Um das nicht zu haben, sind die jetzt angefangen und machen Wassereinspritzung, damit die Kolben gekühlt werden. Sonst können die gar nicht Lambda 1 fahren. Und wie oft fährt ein Auto Vollgas? Das muss man sich auch mal reintun. Mhm. Diese Vernunft, die da früher bei den Behörden auch teilweise da war und wo auch die Autolobby natürlich mitgeholfen hat, die verschwindet ja langsam. Das ist ja gerade geendet in einer Religion. Mhm. Man will immer die Welt retten mit irgendwas, wo also zur Weltrettung ja gar nichts beiträgt. Das stimmt, das ist leider so. Ne? Aber man darf nichts anderes mehr sagen, ist man sofort Verschwörungstheoretiker. Richtig, ist gleich oder rechtsradikal. Ja, wenn ich so einen Satz in Facebook schreiben würde, würde ich ja gleich mal wieder einen Shitstorm ernten. Und Sie ja auch, Sie sowas veröffentlichen. Man ist inzwischen in so einer Grauzone unterwegs. Das habe ich jetzt auch schon. Und es reden ja 99% Nicht-Fachleute und die Fachleute halten ihren Mund. Mich hat das auch sehr geärgert, dass also in dieser Phase des Dieselbashing dann unser eigener Verband, der VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie, dauernd seinen Mund gehalten hat. Die sitzen da in Talkshows jeden Abend und ich muss abschalten, weil ich ärgere mich tot. Also weil die kriegen ihren Mund nicht auf. Weil es ist unmodern, dagegen zu reden. Da kriegt man sofort persönliche Nachteile bis hin zu Morddrohungen.
Wahnsinn, oder? Ja. Es ist wirklich eine Religion inzwischen. Ne? Also ich glaube, da müssen wir langsam mal wieder zu so einem gewissen Maß zurückkommen. Aber ich fürchte, es wird nicht besser. Also auch seit Donald Trump ist man es halt gewohnt, richtig, also nur schwarz oder weiß zu sehen und zur Not mit Gewalt zu kommen. Ja, aber auch, weil Leute nicht nur in der Entwicklung schmalbandiger denken. Wir werden ja alle erzogen zu schmalbandigen Denken. Mhm. Also wie gesagt, ich musste früher Elektronik, Motor, Mechanik, Pleuel, Kolben. Das geht heute nicht mehr, sondern man hat dieses Kästchendenken. Und jeder ist für sein Kästchen zuständig. Und das Allerschlimmste, finde ich, die Teamfähigkeit hat er auch schwer drunter gelitten, weil die ihre Nachbarkästen gar nicht sehen wollen. Die wollen den nur sehen, wenn sie mit dem Finger drauf zeigen können, der hat seinen Termin nicht eingehalten, ich habe meinen aber noch da. Aber die werden auch dazu erzogen in Großkonzernen. Ja, also dieses Anschlussverhalten, das ist schon ein anderer Tagesordnung. Ja, und der ist ja nur noch zuständig und der darf ja gar nicht mehr mitreden für das andere. Bis zur Rente und ungefähr einigermaßen das Berufsleben rumbekommen. Aber das ist anscheinend die Meinung alter Leute, sag ich mal, und ich gehöre leider dazu zu den alten Leuten. Ah, verdammt, dann schalt wieder die Hälfte ab. Können Sie noch? Ja, ja. Das können Sie gar nicht alles senden, so lang ist das. Das sende ich aber ganz genau so alles. Ich war halt bei drei verschiedenen Firmen verschiedenen Anbietern. Es sind nicht nur die Firmen, es sind die Projekte, die so interessant sind bei Ihnen. Ja, da habe ich auch Glück gehabt. Also wenn Sie jetzt so sagen, ich habe bei VW den 1,6 Liter, dann wären wir schon längst zu Ende. Ist eigentlich die Haltbarkeit bei diesem 6,3 Liter Motor im Vergleich zum Serientriebwerk, sage ich jetzt mal, oder zur Basis oder so, sind die genauso haltbar? Oder hat das man da war ein Serienmotor. Also wir mussten ja die Erprobung vom Daimler AG dann auch 100% durchführen und auf unserem Motor, das war ja der allererste Motor, den AMG in Eigenregie konstruiert hat. Der hat ja keine Gleichteile mit irgendwelchen 500.000 Stück Motoren, sondern das war der erste eigenständige AMG-Motor, wo nicht nachträgliches Bearbeiten, was aufgefroppt wurde, sondern wo also jede Konstruktionszeichnung aus dem AMG-Büro kam. Wow, und da waren Sie dran, ne? Das war ja, ich war der Chef von der Bande. Okay, jedenfalls den größten Teil davon. Das Team, wo ich da geleitet hatte, das war ein sehr junges Team bei AMG und war sehr formfähig und man musste da nicht den Chef raushängen lassen, sage ich immer. Also ich bin durch meine Kindheit als erster von sieben bin ich halt irgendwie sozial geprägt, sage ich mal. Und ich musste keine Leute anschreien oder sowas, aber ich hatte jeden Abend, wie ich nachher 155 Ingenieure zu leiten hatte, hatte ich jeden Abend auf der Couch irgendeinen liegen, sage ich mal. Ich war da mehr Psychiater wie technischer Chef. Okay. Weil das halt so ist bei solchen Teams, die muss man zusammenhalten. Ja. Und irgendwie muss ich das geschafft haben, weil ich bin morgens auch in die Werkstatt und konnte mit dem Monteur genauso reden wie mit dem Oberchef oder mit dem Vorstand. Mit meinem Huber zum Beispiel konnte man genauso reden. Das wurde aber ja nachher unmodern. Wie ich dann gegangen bin, hatten wir schon eine Leitung, wo dann gesagt wurde, also Sie können doch nicht solche Sachen vorausnehmen. Sie gehen jeden Morgen in eine Werkstatt und im Meeting haben Sie dann schon einen Vorsprung und nutzen das aus. Das ist aber keine systematische Arbeit. Das ist keine Führungsarbeit. Ja. Wenn man der Meinung ist. Hierarchien einhalten, ne? Ja, das ist die Art und Weise der Arbeit hat sich da geändert. Aber ich konnte es auch nicht anders, sage ich mal. Also wenn man mit den Rennsportjungs aufgewachsen sind und die noch in der Werkstatt arbeiten, haben die mir auch das gesagt, was tatsächlich Sache ist und nicht das, was oben durch drei Filter dann ankommt. Ankommen sollte, ne? Und das hat also manchen Leuten nicht gepasst. Wie wurde das festgelegt eigentlich, dass man 6,3 Liter, 8 Zylinder, diese ganzen Hektar? Dieses Konzept hatten die schon fertig. Also ich war ja noch beim Porsche. Mhm. Das Konzept habe ich mit dem Amfra für den 10 Zylinder machen können. Also das war eigentlich ein Motor, wo wir von einer Kurbelwelle bis sonst was neu anfangen konnten. Das war ein LMP 2000 Projekt. Es sollte eigentlich ein Le Mans Auto werden, ne? Oder Motor. Da muss ich auch gucken, dass ich politisch korrekt bleibe. Okay. Wir waren ja zu Porsche geholt worden durch den Herbert Amfra, weil Michael Laub und ich von AMG diese GT-Weltmeisterschaft in Angriff genommen hatten. Und wir haben denen auch ganz klar gesagt, ihr werdet jedes Rennen verlieren gegen das Auto. Und haben sie auch. Jedes. Also Porsche hat kein Rennen gewonnen. Und der Wiedeking hat uns das nachher auch richtig um die Ohren gehauen, nachdem das Jahr um war und wir das erste Jahr da. Aber wir hatten Le Mans gewonnen und als Porsche. Das hat das noch ein bisschen politisch wieder rausgerissen. Aber die haben uns auch geholt, der Amfra war recht fortschrittlich denkender Mensch und der wollte sich auch nicht so, der war
auch echter Porscheaner, aber er hatte gesehen, also hier sind also viele Königreiche, die waren immer schon Königreich und wir sind auch als AMG-Leute da nicht gegen angekommen, sage ich mal, aber wie dann, was wir dann bemängelt haben, waren beim Boxermotor, die ja bei Porsche unantastbar waren, was wir bemängelt hatten, waren, dass wir da niemals im Profisport ganz oben gewinnen können, wenn das Reglement nicht geändert wird. Also es gab dieses Restriktor-Reglement vom Turbolader, mussten wir einen kleinen Restriktor einbauen und das war für Turbomotoren erstmal nicht nur schädlich, sondern auch sag mal vom Wirkungsgrad und von allen her schlimm. Also wir konnten das nicht ändern. Und dann hatten wir uns erdreistet zu sagen, vor allem der Michael Laub, dass ein Boxermotor, den alle ja für flach und tief halten, zu hoch ist. Dann haben die uns für verrückt erklärt, weil das war eine Glaubensfrage dort. Ja. Und Boxer war unantastbar. Okay. Und ja, was würden Sie dann machen? Ja, einen V-Motor. Ja, seid ihr verrückt? Das ist doch ein viel höherer Motor und so weiter. Und der Streit ging so weit, sage ich mal, das war ein konstruktiver Streit. Der ging bis zum Wiedeking und der wollte das jetzt wissen. Und dann haben wir sogar in der Versuchswerkstatt einen V-Motor in der Konstruktion erst den Schwerpunkt uns reinmalen lassen und vom Boxermotor auch. Wenn der keinen Auspuff hat, ist der Boxermotor natürlich flacher. Ja. Aber in den Autos musste unten der Auspuff raus. Und dann kommt dieser schwerste Teil vom Motor, die Kurbelwelle und das untere Kurbelgehäuse mit dem ganzen Öl drin und so weiter, kommt dann hoch. Ah, okay. Und beim V-Motor, die Zylinderköpfe und sowas wiegen nichts, wenn die Aluminium wiegt nicht so viel. Ja. Alles, was schwer ist, sind Kurbelwelle, Pleuel, Schwungrad, Kupplung und so weiter, liegt dann aber unten. Okay, und die Abgasführung, die geht natürlich an der Seite weg. Die geht an der Seite weg, ja, und die stört auch nicht. Und das waren im Rennsport, sind das Inconel-Krümmer, die wiegen nichts. Mhm. Und dann konnten wir sogar durch Pendelversuche, die haben nicht mal die Theorie aus der Konstruktionszeichnung geglaubt, dann haben wir durch Pendelversuch in der Werkstatt auch noch mechanisch bewiesen, mit Seilen Motor aufgehängt, dass ein V-Motor besseren Schwerpunkt hat und man den tiefer einsetzen kann. Dann hatten wir das durch und der Ampfer hat das sofort, der wusste das auch, der Ampfer hatte vorher schon mal einen Zehnzylinder gemacht. Die hatten ja in der für Formel 1 schon mal einen Zehnzylinder fertig. Mhm. Und dann haben wir uns den angeguckt, dann sagt der Ampfer zu mir, Ramler, können wir den nehmen? Ah, der hatte so eine fürchterliche Kurbelwelle, der war vom Gewicht und so weiter mir nicht geheuer. Ich kannte den auch nicht bis ins letzte Detail. Und dann hat er gesagt, komm, Wiedeking sagt, wir müssen ein neues Konzept machen im Geheimen. Dann mussten der Amfrau und ich uns hinsetzen und haben quasi uns Konstruktionslisten gemacht, wie wir einen neuen Motor aufsetzen können. Und dann kamen Bankwinkel raus, dann kommen also Kurbelwellendurchmesser raus. Und wo wir dann besser werden konnten, war die Kupplung. Weil die Kupplung, die man kaufen konnte, hatten immer feste Durchmesser. Und im Rennsport, wir haben so mit 640 PS sowas gerechnet. Mhm. Im Rennsport muss man die übertragen können und da wird die Kupplung irgendeine Größe haben. Oder die wird lang und wird ineffektiv. Und dadurch mussten wir dann, um den noch tiefer zu kriegen, hatten wir das Konzept vom Motor fertig. Jetzt war aber nur noch so ein Platz da von 98 Millimeter. Und diese 98 Millimeter haben wir mal eine Kupplung reingemalt. Hatte Sachs und so weiter gesagt, das geht nicht. Ich sage, ich will den aber runter haben, den Motor. Und dann mussten wir extra eine Keramikkupplung erfinden neu, um diesen Durchmesser zu realisieren. Das sind mehr Scheiben, also verschiedene Scheiben hintereinander, die zusammengepresst werden, was irre teuer ist. Ja, also. Und niemals hatte je zuvor, die haben immer Bremsscheiben aus Keramik gemacht. Ah. Wir wollten auch eine leichte Kupplung und eine kleine haben. Und die haben immer Bremsscheiben aus Keramik gemacht, aber Bremsscheiben wird aus einer Art Sauerkraut, sagen die Kunststoffler, gemacht. Da werden Schnipsel mit Quarzsand und so weiter vermischt und dann wird das gebrannt und dann entsteht daraus eine Keramik, die aber innen drin unterbrochene Fäden hat und so weiter. Eine Kupplung fliegt damit auseinander. Wenn der Motor muss ja 10.000 drehen oder vielleicht sogar noch mehr. Und wenn sie die Fasern, sag ich mal, nicht
nicht geordnet da drin haben, dann können Risse entstehen und dann explodiert so ein Ding bei hoher Drehzahl. Okay. Also mussten wir von dieser Bremsscheibe weg, wo wir erst benutzen wollten als Kupplung, und haben also eine Keramik mit in der Firma in SGL in Meitingen entwickeln müssen, die gerichtete Fasern drin hat, die also quasi ein Gewebe drin hat, wo die Fäden richtig durchlaufen und wo die Kraft der Fäden über die komplette Scheibe der Kupplung geht. Okay. Und das war sehr schwierig. Das hat auch uns fast den Kopf gekostet, sage ich mal. Und ja, wenn das nicht gegangen wäre, dann hätte nichts mehr gepasst, ne? Die richtig, ganze Einbaulage. Ja, richtig. Und wir mussten das dann durchziehen. Und die Kunden haben sich sogar nachher ziemlich beschwert über die Ruppigkeit der Kupplung. Mhm. Also das war nachher der einzige Schwachpunkt des ganzen Autos. Was wir aber auch wieder durch die Elektronik in der Motronik ausgleichen können, weil die Kunden, kann man nicht belehren, sage ich mal, die haben immer Gas gegeben beim Anfahren. Mhm. Und eigentlich darf man das Gaspedal dann bei so einer Kupplung nicht berühren, sondern die Motronik fährt an und dann kann man weiter Gas geben. Okay. Da murkst man den noch nicht ab. Ja, okay. Ich habe den selber anfangs auch immer abgemurkst, an den Stuttgart, an den Steigungen und so weiter. War immer hochblamabel, wenn man mit so einem teuren Auto da das Auto abmurkst. Ja. Das war ja eine ganz schwere Geburt eigentlich der Carrera GT. Ne? Also es musste schnell gehen. Der Walter Röhrl hat mir das mal erzählt, dass er irgendwann dazugeholt wurde, den fahren sollte, den Wagen, und es war noch nicht so serienreif. Ne? Es war ein Boxster, der unten als Boxster-Chassis von einem gebrauchten Auto war die Karosse abgeschnitten, und es war die Karosse des Carrera GT, die übrigens in Kalifornien erst gemacht worden ist, die erste. Da hatten die ein Designstudio, mhm, und der Hatter und der Hamler Guy, die haben quasi diese Form gemacht gehabt, und in den USA wurde die dann gemacht in dem Designstudio, und das war ja ein Prototyp-Auto, also wo, und es war noch der LMP-Rennmotor. Wir haben zu Anfang ja einen V10 mit dem Anfang einen Rennmotor gemacht, weil da war ja der Schwerpunkt so wichtig und sowas, und wollten von dem Boxer da weg. Und dann wurde da dieses LMP-2000-Projekt, dieses LMP-Rennwagen-Projekt eingestellt. Mhm. Wahrscheinlich, weil Audi fing dann an mit Direkteinspritzung. Audi und im gleichen Konzern wollte man wohl nicht gegeneinander antreten. Okay. Und dann hat man diesen LMP eingestellt, und dann standen unsere Mechaniker wieder und haben geweint, weil unser Rennen war wieder im Eimer. Mhm. Und dann wurde entschieden, diesen Motor in einen Carrera GT einzubauen. Weil der Werner Lewidikin, der kam ja jede Woche mindestens 5-mal zu uns, der war in Tokio oder so auf der Autoausstellung gewesen und hatte gehört, dass Mercedes ein SLR macht. Und er sagt dann, dieser LKW-Bauer, die LKW-Bauer wollen Supersportwagen machen, und die nennen das auf einer Messe einen Supersportwagen. Porsche ist Sportwagen, nicht der LKW-Bauer. Das war diese Kooperation mit McLaren. Ne? Ja. Ja. Und dann kriegen wir den Auftrag quasi aus diesem, dann sagt er, und der hat auch immer so gesprochen, Ramler, wie kannst du da den Motor da reinbringen? Ja, ich sagte, das ist ein Rennmotor, da müssen also viele Sachen geändert werden. Also das geht schon. Die Grundkonzeption, die ist auch serientauglich. Dann mach das. Da mussten Amfrau und ich wieder sitzen und mussten wieder dieses Konzept überarbeiten vom Rennmotor in Serienüberführung. Das heißt einfach längere Haltbarkeit? Haltbarkeit, ganz andere Nocken. Die Sauganlagen sind natürlich völlig anders, mhm, und die Auspuffe und alles ist anders, sag ich mal, außer das Gegossene. Und ja, dann wurde daraus dieser Carrera GT-Motor. Und das waren dann eigentlich für mich zwei Motoren. Wir hatten erst den Rennmotor V10 und dann daraus diesen Carrera GT-Motor. Mhm. Und der Carrera GT-Motor, der hat mich auch sehr, sehr begeistert und fasziniert, weil die, das war auch eine ganz kleine Mannschaft. Also die konnte man hier so in einen kleinen Raum hinsetzen, und die waren dann sehr motiviert, weil das war die Rennmannschaft. Der Wiedeking hatte das geschafft, quasi diese Teammotivation da aufrechtzuerhalten, ohne dass die kaputt ging durch diese Enttäuschung, kein Rennen mehr fahren zu dürfen. Sie sind da mit Walter Röhrl gefahren bei den Testfahrten, oder? Ja, das oft dann mal. Also der Walter war ja unser Cheftestfahrer, sage ich mal. Und manchmal unser Applikateur zum Beispiel, der kam aus der Serie und der konnte das nicht ab, wenn das Auto auf der Nordschleife oder so gefahren ist. Und dann habe ich da hier und da mal drin gesessen, aber sage ich mal, auf der Nordschleife wenig, sondern da musste der dann einfach zwanghaft rein, du gehst da jetzt rein. Und der Walter fährt auch so, das Vertrauen ist nach 2 Minuten da. Mhm.
Wie gesagt, ich bin früher als Rallye-Beifahrer in der Studentenzeit unterwegs gewesen. Da ist das erste Jahr ist da heftig. Das Essen bleibt nie drin. Aber beim Walter Röhrl ist es sowas von faszinierend, wie der fährt und wie sanft der fährt. Mhm. Da gibt es keine Ecke bei ihm. Und dadurch habe ich mit dem Walter Röhrl auch eine recht gute Bekanntschaft. Und der Roland Kussmaul, der war auch daran beteiligt. Der hat auf der Fahrwerksseite gearbeitet. Mhm. Also wir waren die Motorenleute und der Roland Kussmaul hat Bremsen, Fahrwerk mit Michael Laub zusammen dann gemacht. Und vor allen Dingen, Kussmaul war eigentlich auf der Kundensportseite, GT3 und solche Sachen, GT2 unterwegs. Der war hoch beansprucht, aber der hatte Riesenerfahrung mit über die Kundenfahrzeuge, was so einen Sportwagen letztendlich ausmacht, wenn der so extrem ist wie der Carrera GT. Und dann hat man den Kussmaul quasi in einer Phase dazugeholt, wo unsere Zeit immer enger wurde. Ja. Und der hat dann noch einige Sachen geändert und auch viel gemacht an dem Auto. Gut. Wie war Wendelin Wiedeking als Chef? Sie haben es schon mal kurz durchscheinen lassen. So ähnlich wie Herr Aufrecht. Also wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er das direkt gesagt und manchmal auch sehr laut. Ich mache das mal bildlich. Also der Herr Aufrecht hatte sein Büro mit Glasfenstern, die bis zur Ecke verglast waren auf der Gebäude-Eckseite und unten war das Haupttor. Und morgens kamen die Leute reinmarschiert und der Aufrecht war immer sehr, sehr pünktlich in seinem Büro. Und jeder wusste, genau um 8 Uhr ist er da oben. Und wenn das dann recht laut war, dann brauchte man den nicht hören, man hat die Scheiben gesehen, wie die zitterten. Und dann hat man, wenn man noch ins Büro geguckt hat, habe ich immer gelacht. Dann sind die Alteingesessenen, die dann Schiss hatten, die sind ganz außen am Tor vorbeigelaufen, über die Fahrzeugfahrbahn, nicht über den Gehsteig. Die haben richtig das Gebäude gemieden und die Straßenseite gewechselt. Okay. Aber ich muss auch sagen, bei Herrn Aufrecht habe ich am meisten gelernt. Also die, das muss man wirklich dem zugutehalten. Also ich war ja der Studierte, sagt er immer, und er hat auch manchmal, er wollte mal über 300 fahren mit ihm im Auto, das ging halt nicht. Ich sagte, das ist die Physik Aufrecht, also hier ist CW-Wert, hier habe ich ausgerechnet, ich brauche 70 PS mehr, sonst geht das. Das ist mir scheißegal, dann stellt einen neuen Physiker ein. Aber wenn es um Budgets ging oder über Überblick über Projekte oder so weiter, ich will nur eine DIN A4-Seite. Und der war da wahnsinnig gut im Abschätzen von Projekten und so weiter und hat uns also immer unterstützt. Ich musste ja manchmal als Motorenchef zum Mercedes dann später sowieso in der Serie, saß ich ja dann meinetwegen 20 Leuten in der Versammlung gegenüber und musste erklären, wir machen jetzt einen 6,3 Liter. Mhm. Was soll das? Wir haben doch Motoren, nimmt doch den. Nein, ich sage, was wollt ihr denn damit? Ich sag haben. Und dann war man natürlich, das war natürlich emotional und dann kriegte man natürlich vom Versammlungsleiter sogar einen Rüffel, Herr Rammler, so geht das nicht. Ich sag so, nehmt mal alle euren Arm hoch und dann sah man natürlich Breitling, Rolex. Ich sag, was wollen Sie mit der Uhr? Also der Hayek macht eine für 11,50 Euro, die ist ja viel genauer wie deine Breitling und deine Rolex. Was willst du damit? Ich sag, genau das wollen unsere Kunden. Haben. Hm. Emotionen haben. Der Wiedeking hat das immer genannt, den Kundschaft, den muss der Sabber vor Begehrlichkeit seitlich rausrinnen. Dann ist das Auto richtig. Dann passt's, ja. Einer, der auch sehr viele Autos haben will, den haben Sie mal in Amerika kennengelernt. Ihr jetziger Job, also die Abstimmung und oder die Wiederinbetriebnahme historischer Rennwagen, hat sie, habe ich ja eben schon kurz gesagt, führt sie um die Welt und Sie haben ein Auto in San Francisco abgestimmt. Jetzt müssen Sie weiter erzählen. Ich will nichts vorwegnehmen. Das war auch lustig. Also ich hatte da auch einen Privatkunden mit einem Sauberauto und sollte also dieses Gruppe C Auto wieder zum Laufen bringen, beziehungsweise das lief eigentlich vernünftig. Ich musste nur nach dem Umbau kontrollieren, ob alles noch richtig ist und die Sensoren neu einprogrammieren und so. War nicht viel Arbeit, aber ich war dann in einer Tiefgarage und plötzlich klopft mir jemand auf die Schulter, den ich nicht gekannt habe zu der Zeit und war Jay Leno. Der ist eigentlich einer der berühmtesten Autosammler in der Welt, weil der gibt jeden Monat mehr als 1 Million Dollar für solche Autos aus.
Also nicht zum Kauf, sondern zum Instandhalten. Also der hat ein Budget, das liegt über 1 Million im Monat. Für Autos. Für Autos. Der kauft auch Versuchsautos, der hat auch ziemlich viel Einfluss. Das ist ein sehr berühmter Entertainer und Talkshowman in den USA. Ja. Und den kennt dort auch jeder. Aber ich habe ihn da zu der Zeit noch nicht gekannt, weil ich hatte keine amerikanischen Talkshows geguckt. Und was machen Sie da? Oh, so einen alten Computer. Sowas habe ich auch. Also, aber wir kriegen den nicht wieder in die Gänge. Also, was machst du überhaupt? Und da habe ich ihm das erklärt. Und dann sagt er, ja, ich muss jetzt weiter. Wir wollen oben noch auf der Rennstrecke fahren. Aber hier hast du meine Visitenkarte. Du kannst wo fliegst du wieder weg? Ich sage in Los Angeles. Ja, sagt er, dann komm eben vorbei. Ich habe einen deutschen Mechaniker. Da kannst du mit dem Deutsch sprechen und dann kannst du mal ein paar Autos von mir sehen. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben, da irgendwas drauf gekritzelt. Und dann hatte ich Willi noch ein paar Stunden Zeit. Sein Laden liegt nicht weit weg vom Flugplatz da. Und bin da reingegangen und da sind mir die Augen übergelaufen, weil der hat vom Dampfauto bis Gasturbinenautos, der hat eine Sammlung von Autos, die ist unglaublich. Und deswegen Autos ist auch in der Welt sehr berühmt. Also jeder kennt den, der mit alten Autos zu tun hat. Jay Leno's Garage, das ja, gibt genau. Ja eine YouTube-Serie. Auch, ne? Auch die Schilder, die er an der Wand hat oder sowas. Ja. Also die hätte man auch gerne hier hängen. Ja, das stimmt. Aber geschraubt haben sie nichts für ihn. Nein, also okay, der hat eine eigene Werkstatt, der hat eigene Leute und der bestellt dann Leute. Das kann sogar sein, dass ich mal ein Auto gehabt habe, das weiß man dann aber nicht, wenn das hier in Deutschland steht oder so, das gehört. Also manchmal ist das so, am Nürburgring zum Beispiel gibt es in der Gegend Hallen, wo japanische Kundschaft Autos aufbewahrt, die sie am Nürburgring manchmal auch selber fahren wollen. Das weiß aber niemand und die Hallen kennt auch niemand und die darf auch keiner kennen. Und Jay Leno ist also auch jemand, der weiß, wie viel die kosten und der weiß auch, dass man solche Sachen nicht rumproleten kann. Ich weiß es nicht, ob ich für den gearbeitet habe, aber da nicht. Also. Ich glaube, Sie haben schon viele Sachen gesehen und erlebt und wissen viele, viele Dinge, wovon wir so alle träumen. Sie sind doch noch nicht so alt. Werden Sie mal so alt wie ich, dann werden Sie auch so viel alles. Dann bin ich hoffentlich auch in den ganzen Garagen unterwegs gewesen. Also wirklich ein ganz beeindruckender Einblick in die Motorengeschichte eigentlich von Mercedes und Porsche. Und Sie haben ganz beeindruckende Motoren gemacht. Und jetzt bin ich gespannt auf die letzten 50 Liter. In welchem Motor Sie das verfahren würden? Boah, am liebsten in Youngtimer, die ich jetzt auch mir zugelegt habe im Laufe der Jahre. Also wenn Leute von Nachhaltigkeit und sonst was reden, dann komme ich gerne mit Autos, die 30 Jahre alt sind oder über 20 Jahre alt sind, weil der CO2-Fußabdruck und solche Themen, die heute in aller Munde sind, die kann ich leben. Und dazu muss ich aber nicht alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen und alles wegwerfen und nichts reparieren. Die Autos, die Sie hier auch sehen, die haben alle eine Lebensgeschichte und die haben auch alle einen Status, der sicherlich der Welt nicht schadet. Und in welchem würden Sie es verfahren, die letzten 50 Liter? Das kommt drauf an, die Langstrecke, ich muss häufig nach Stuttgart und zurück, die fahre ich gerne mit dem W140. Okay. Hier in der Gegend fahre ich im Sommer gerne mit dem 380 SL offen. Und dann habe ich ein ganz spezielles Auto, nämlich einen 230 GE, einen 40 Jahre alten Geländewagen. Den habe ich fabrikneu wieder selber aufgebaut. Da habe ich natürlich ein sehr großes Verhältnis dazu, weil ich da jede Schraube beim Vornamen kenne. Und dieses Auto nutze ich im Wald oder wenn ich Anhänger ziehen muss. Also das kommt drauf an, was ich für einen Bedarf habe. Und da man nicht weiß, wie man ablebt, kann man auch nicht sagen, wo man die letzten 50 Liter drin verfährt. Das kann nämlich dann nicht sein, dass sie nochmal 5.000 Liter hinterhergebrochen. Gibt es eine Lieblingsstrecke, wo Sie es verfahren würden vielleicht? Kann ich nicht sagen. Hier in der ländlichen Gegend fahre ich sehr gerne, weil sie da Ruhe haben und nicht diese Hektik. Was ich hasse, sind so diese Großstädte, wo also jeder einen anderen anhubt, nur weil er einen nicht reinlassen will oder irgendwie solche Themen, die so Aggressivität erzeugen. Und in diesen Metropolen, auch in Stuttgart, finde ich immer, ist die Hektik durch Beruf und durch vielleicht auch private Probleme, kenne ich nicht, ist da so wohl so groß, dass also selbst im normalen Verkehr irgendeine Aggressivität immer herrscht. Und das finde ich schrecklich. Ich bin hier im Emsland jetzt und auf dem Lande und hier hupt vielleicht auch mal einer, klar, aber diese Grundaggressivität an jeder Ecke und an jeder Ampel, die fehlt hier und das finde ich toll. Ja, das beste Schlusswort. Bernd Ramler, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte, bitte, sehr gerne und hat mich gefreut, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Weil berühmt also, bin ich ja nicht, ich bin nur berüchtigt. Jetzt sind Sie berühmt. So, das war Bernd Rammler mit seiner beeindruckenden Vergangenheit in Sachen Motorenbau im Endstadium und seinem Blick hinter die Kulissen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung auf iTunes. Und nächste Woche geht es hier genauso spannend weiter. Freut euch drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.